Ja, ich habe mir mal einen Wasser und ein Woi gegönnt, einen Rieslingscholle sozusagen. Und die Frau Binder, sie nimmt ein Wasser. Ja, ich nehme Wasser. Sie sind noch im Dienst? So ist es. Sonst gerne Wein eigentlich, also Weißwein hier in der Pfalz. Gibt es ja guten, aber so tagsüber lieber ein Wasser. Ja, die erste Frage an Sie, Frau Binder. Was gehört eigentlich zu Ihrem Fachbereich 3 dazu? Ah ja, genau. Also der Fachbereich 3 heißt ja Kultur, Tourismus, Bildung und Sport. Und es sind genau die Abteilungen, die diese Bereiche hier in Speyer abdecken. Also die Touristinfo, das Kulturbüro, das Stadtarchiv ist dabei, Schule und Sport, die Musikschule und die Villa Ikarius mit der Volkshochschule und der Stadtbibliothek. Ja, die Kultur, welche Prämissen haben Sie da oder welche Voraussetzungen bringen Sie da mit nochmal? Genau, so, ich würde Ihnen vielleicht einfach kurz sagen, was ich so bisher Ja. gemacht habe beruflich. Ich habe, also Kultur und Bildung sind schon die Themen, die mich seit jeher bewegen. Ich habe, ich glaube, ungefähr 13 Jahre in Stadtverwaltungen gearbeitet, in Karlsruhe und Mannheim. In Mannheim, vor allem in der Kunsthalle in Mannheim. Wir haben da 2018 einen Neubau eröffnet und mit dem zusammen auch eine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Und da war mein Thema Presseöffentlichkeitsarbeit und neue Zugänge schaffen für neue Zielgruppen, junge Zielgruppen, aber eben auch in die Breite der Gesellschaft reinzureichen. Und bei der Bundesgartenschau war ich als Pressesprecherin tätig und habe da die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die Bundesgartenschau in Mannheim hat ja zum einen einen Kulturschwerpunkt, versteht sich als Kulturbürger und die Nachhaltigkeit. Und da war die Kommunikation mit verschiedenen Akteuren im Stadtgebiet ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Genau. Wo haben Sie zuletzt gearbeitet? Beim ZKM in Karlsruhe, genau, da habe ich die Kommunikation geleitet. Und das ZKM ist ja auch eine Stiftung, die sich zur Aufgabe gestellt hat, in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. Also auch da war das Thema Zugänge schaffen, niedrigschwellige Angebote zu finden. Ein weiteres Thema war das Tourismusmarketing. Wir haben da einen Schwerpunkt auf Frankreich gesetzt. Also da gehört auch in Speyer die Touristinfo dazu, ne? Ja, so ist es. Also Tourismusmarketing ist tatsächlich auch ein Thema, das mich auch bei der Kunsthalle schon begleitet hat und was mich interessiert. Und genau, die Touristinfo ist eine Abteilung im Fachbereich. Jetzt liegt in Ihrem Bereich, Sie haben viele Prospekte mitgebracht, Ich habe mal auch mitgebracht, die genau. Schummstätten So ist hier in es. Speyer. Ja, genau, schön, dass Sie es ansprechen. Am Montag haben wir die Schumm-Kulturtage eröffnet, nicht nur bei uns in Speyer, sondern auch in Worms und in Mainz. Wir haben parallel ein Programm, das bis November reicht. Und bei uns sind es 21 Veranstaltungen, die jetzt stattfinden in Bei diesen uns drei heißt also Monaten. hier in In Speyer. Speyer, genau, so ist es. Und ja, das ist jetzt bis November auf jeden Fall ein sehr vielfältiges Programm mit einer Lesung beispielsweise, Vorträgen, Konzerten, wie zum Beispiel auch von dem Kantor Barzilai am Montag, der Da sehen wir auch einen Eröffnungskonzert. Ausschnitt davon, Ja, ne? Von diesem Konzert sehr jetzt, schön, ne? ja. Halleluja, elle est comme chou, Halleluja.
Was sind denn noch an besonderen Veranstaltungen? Was gibt es denn da noch? Es gibt noch ein Konzert mit Kantorinnen. Es gibt auch einen Vortrag von einer Kantorin in Deutschland, was es bedeutet, als Frau diese Funktion inne zu haben. Wir haben jetzt am Sonntag Tag des offenen Denkmals. Da gibt es freien Eintritt im Judenhof, haben Sie schon erwähnt, und drei Konzerte mit Klezmer und jiddischen Liedern. Es spielt das Ensemble La Rosa en Florence an einem späteren Zeitpunkt. Können wir nachgucken? Ich weiß den Termin nicht auswendig, muss ich gestehen. Wir haben das Ensemble Hans Gahl. Das spielt in der Synagoge. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Helena Gold tritt auf. Also wir haben uns bemüht, ein Programm zu finden, was auch die Vielfalt des jüdischen Lebens und der Kultur widerspiegelt in verschiedenen Formen und Formaten. Das Programm wurde ja schon von Ihrem Vorgänger gemacht, denke ich, der Herr Dr. Nowak, ne? Ja, auf jeden Fall die Ansätze. Und wir haben dann eine Arbeitsgruppe gebildet mit dem Kulturbüro, der Stadtbibliothek und der Volkshochschule, die zusammen dieses Programm entwickelt haben. Der letzte Schuss also lag also dann bei Ihnen, ne? Ja, also die Federführung hatte das Kulturbüro. Ah ja, genau. Ja. Ja, Sie haben eine Reihe von Prospekten mitgebracht, auch über das Purmannhaus oder genauer gesagt über Veranstaltungen des Purmannhauses. Was gibt es denn da Besonderes? Genau, schön, dass Sie es ansprechen. Im Purmannhaus haben wir dieses Jahr nämlich wieder eine sehr besondere Ausstellung. Die Freundespaare der Moderne heißt es. Und die eröffnet am 29. September. Wird also regulär dann ab 30. September laufen. Und Karl Schmidt-Rottluff, Emmy Röder und Hans Purmann werden da mit ihren Werken präsentiert. Die Winkeldruckerei gehört ja auch zu Ihrem Ressort dazu, sozusagen. Was gibt es denn da? Genau, da eröffnen am 23. September geht es wieder los, das Programm mit der Julienne Chatillot aus Leipzig. Und wir haben da ja verschiedene Künstler immer zu Gast, die am Wochenende arbeiten mit unseren beiden Druckermeistern, dem Herrn Dörr und dem Herrn Krempel. Und Bettina Müller beispielsweise ist da, Matthias Strugalla. Und so werden noch einige interessante Künstler bei uns sein und in den Nutzen kommen dieser besonderen Druckerei, die wir hier haben. Ja, schönen Dank dann für das kurze Gespräch. Heute am sehr gerne. Freitagmorgen.